Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge hier mit Ark Survival Ascended auf der Map The Island. Ich grüße euch. Leute, in der letzten Folge haben wir ja einen phänomenalen Fail hingelegt. Ja, wir haben Peter verloren und das ist wirklich sehr traurig. Aber an seine Stelle ist Petra getreten. Leute, aber jetzt werde ich euch gleich erstmal erzählen, was wir heute in dieser Folge vorhaben. Doc Tendo, der allerechte Digitale, wird nämlich heute hergehen und wird ein paar Vorbereitungen treffen. Und zwar aus den Ressourcen, die wir jetzt schon gesammelt haben, werden wir versuchen, ein bisschen Werkzeug herzustellen, damit wir jetzt heute ein paar, wie soll ich sagen, Farmtiere zähmen können. Auf der Wunschliste stehen nämlich folgende Tiere. Und zwar der Ankylosaurus, der Dödikus und natürlich der Terizinosaurus. Das sind die drei wichtigsten Farmtiere, die man haben muss. Als kleine Zugabe werde ich mir natürlich noch einen Triceratops holen, weil der Triceratops ist der perfekte Rasenmäher, wenn es darum geht, Beeren und Samen zu farmen. Und da wollen wir jetzt mal heute gucken, ob wir das hinbekommen werden. Schauen wir einfach mal. Petra geht es auf jeden Fall wunderprächtig. Sie hat wirklich traumhafte Werte und wie gesagt, ich bemühe mich momentan ein bisschen ausgewogen zu leveln. Das heißt, sie bekommt jetzt momentan bei mir tatsächlich erstmal nur noch Punkte auf Gewicht und auf Damage. Vorzugsweise auf Damage, damit ich natürlich schon mal andere Tierchen um die Ecke bringen kann. So, jetzt habe ich aber hier gesehen, hier ist noch Sachen drin. Die tue ich mal ganz schnell weg. Boah, das sind Rohstoffe, die brauchen wir. So, pass mal auf. Das kommt jetzt erstmal hier rein. Das kommt hier rein. Das, das. So, dann habe ich nämlich das hier schon mal raus. Warte mal. Mörser und Stössel. Da kommt erstmal das hier rein. So, das Fleisch bringe ich erstmal nach draußen. So, zack. Dann ist das nämlich auch schon mal weg. Ich glaube, es wäre aber gescheiter, wenn ich mir tatsächlich erstmal einen Triceratops holen würde. Ich glaube, das wäre die beste Variante, weil dann könnte ich mir auf jeden Fall schon mal ganz viel Narkosemittel herstellen, weil das wird ja auf jeden Fall wichtig werden. Gucken wir einfach mal, ob wir einen Triceratops finden. Ich glaube, das wäre anständiger. Okay, in welche Richtung fliege ich mal? Ich würde mich jetzt ganz einfach erstmal umschauen, ob ich irgendwo etwas entdecke. Ich sag mal so, ein Anfangs-Triceratops muss jetzt kein Max-Level sein, ja. Aber wenigstens so, dass man mit dem schon mal anständig farmen kann, so dass ich wenigstens auch ordentlich Narkobären bekomme. Ich fliege einfach mal los und wenn ich was finde, rufe ich euch dazu. Hallo, ich rufe euch dazu. Entschuldigung. Hier habe ich einen Triceratops gefunden. Der ist Level 300 und der wäre doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, den nehmen wir mit. Flop. So, ich habe ihn geärgert. Ich habe ihn geärgert. So, pass auf. Der wird mich jetzt ärgern. Der wird mich jetzt ärgern und ich werde ihn zurückärgern. So, pass auf. Plopp. Oh, da werden einige Pfeile draufgehen. Da werden einige Pfeile draufgehen. Ja, lecko mio. So, oh, scheiße. Der kriegt mich, der kriegt mich. Lalalalalala. Oh, scheiße, das sind noch mehr Triceratops. Dann greifen die mich auch an. Muss ich in die andere Richtung. Wo willst du hin? Hallo? Ey, du rennst in die falsche Richtung! Jetzt werden sie mich alle verfolgen. So. Zack, ganz schnell. Aua, aua, aua. Guck mal, wie weit ich fliege. Ja, lecko mio, ey. Der hat mir aber einen Stoß verpasst. Das ist ja nicht mehr normal. Okay. So, das ist der 105er. Das ist der 165er. Okay. Wo ist der 300er? Wo hat der sich verkrochen? Ach, da ist der 300er. Pass auf. Plupp. Nein, lass mich. Ich will nicht. So, da ist der 300er. Ja, komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. So, plupp. Du kriegst. Du kriegst, Kollege. Du kriegst. So. Ah, der will mich. Warte, warte, warte. So, zack. Nein, nein, böse, böse, böse. Nein, das machst du nicht, das machst du nicht.
So. Okay. Es dauert nicht mehr lang, dann liegt er. Ich kriege dich, ne, 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 ne. Vielleicht kann ich es ja so machen, ich tue den erstmal zähmen, ja. Und dann mache ich mir noch die Spoiled Box. So, und dann steht nämlich, der Narkose gar nichts mehr im Weg. So, guck mal, jetzt ist er im Fluchtmodus, jetzt haut er ab. Jetzt kann ich ihn legen. Jetzt kann ich ihn legen. Oh nein, er will mich doch, er will mich doch, er will mich doch. Oder? Er rennt woanders hin. Und? Und? Tata! Er liegt. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich vergessen, ein paar Bären mitzunehmen. Ich hätte natürlich ein paar Bären mit dabei haben müssen, aber das ist egal. Jetzt kriegt er wenigstens schon mal ein bisschen Hunger. Ich kann hier schnell ein paar Bären zusammenholen. So, dann kriegt er nämlich jetzt ein paar Bären nämlich in sein Inventar rein. Das dauert nur einen kleinen Augenblick. Das Praktischste wären halt jetzt Mecho-Bären. Mecho-Bären wären jetzt das Praktischste von allen. Aber schauen wir mal, was haben wir bis jetzt zusammenbekommen? Ich habe keine einzige Mecho-Bäre drin. Ey, das ist nicht zum Aushalten. Auf dieser Insel kriegst du keine Mecho-Berry. Doch, kriege ich. Seht ihr, da war welche. Okay, jetzt kriege ich anscheinend überhaupt keine... Sag mal, was ist los hier? Leute, genau deswegen brauche ich einen Triceratops. Genau aus diesem Grund. Damit das leidige Thema nämlich dann ein Ende hat. Weil Mecho-Berry oder generell Seeds und Narkobeere werde ich noch ganz viele brauchen. Weil bis ich erstmal wieder ein Gewächshaus habe, wird ganz viel Zeit vergehen. Und selbst für das Gewächshaus brauche ich ja den Triceratops dann auch nochmal, weil ich brauche ja die Seeds. Die brauche ich ja dann auch noch. So. Okay. Dann packen wir die schon mal rein, die wir jetzt haben. So, okay. Du kriegst jetzt das hier, das hier, das hier, das hier. Dann hast du wenigstens schon mal das hier parat. So. Och, das geht ja sogar relativ schnell. Das läuft. Jetzt habe ich total vergessen. Ich muss ihn ja auch irgendwie nach Hause kriegen. Oh, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich mir schon mal eine Cryo vorbereitet hätte, ne? Eine Cryo wäre nicht schlecht gewesen. Ich glaube, ich muss da nochmal was besorgen, Leute. Ich glaube, ich muss da nochmal was holen. Weil ich glaube, Kristall hatte ich jetzt noch ein bisschen was gehabt, weil ich glaube, ich brauche 2 Kristall für eine Cryo war das gewesen. So, okay, das erstmal hier rein. Okay, er ist schon bei 46,9%. So, dann kriegen wir bestimmt heute noch ein zweites Tier hin. Also, wie gesagt, was ich dann auf jeden Fall noch brauche, Ankylo, Dödikus, ja, ich habe gerade an beides gedacht, gleichzeitig. Daraus wurde dann Ankyli. Also, Ankylo, Dödikus, Terizinosaurus und ich brauche natürlich auch noch einen Wolf, Leute. Ich brauche noch einen Wolf für die Höhlen. Weil wenn ich mich in die Höhlen reingehe, kriege ich mich verdammt viel Chitin. Ich meine, scheiß erstmal auf die Artefakte und so, aber Chitin kriegst du natürlich in den Höhlen en masse. So, außerdem brauche ich dann wieder Käfer. Ich muss wieder Käfer zähmen. Ach Leute, die Liste ist so lang. Och, es ist nicht normal, wie lang die Liste ist. So, okay, das rein, das rein, das rein, das rein. So, dann lassen wir ihn mir gerade erstmal in Ruhe zähmen, ja. Und dann gehen wir nämlich dann gleich los. Dann holen wir uns erstmal eine Cryo, damit wir nämlich dann hergehen können und den auch, sag ich mal, an Ort und Stelle bekommen. So, Leute, der dicke Schinken ist gezähmt und das ist auch der perfekte Name. So, okay, warte mal. Du heißt jetzt dicker Schinken. Warte. So, dicker Schinken. Leute, ich nehme jetzt nur so lauter saudrufe Namen, ja? So, dich müssen wir aber mal kurz hier stehen lassen. Ich hole mich jetzt meinen Pteranodon. Dann muss ich ganz kurz zurück in die Base. Ich muss eine Cryo holen. Und dann können wir ihn nämlich nach Hause transportieren. Da, 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 da. Oh, was mache ich eigentlich? Der hat doch einen Tracker. Mann, bin ich doof. Hier, guck mal, da. Da, bitteschön. Petra, Hallöchen. So. Okay, du bleibst schön hier stehen. Ich bin gleich wieder da. Ne? Das geht ganz schnell, weil Petra ist nämlich sauschnell unterwegs. Sie hat das beste Kerosin, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und dich hier nehme ich auch gleich mit. Dich lasse ich hier nicht stehen. Du wirst mitgenommen, Kollege. So, das sind nämlich potenzielle Rohstoffe. Wenn ich einen Grinder habe, dann geht's rund hier. So.
Grindr ist nämlich immer geil. La 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 la. So, da wollen wir mal gucken. So, wo habe ich meinen Kristall? Beziehungsweise wie viel Kristall? Ach, das ist doch herrlich. Weil ich habe nämlich bereits schon das Engramm freigeschaltet. Hier für die Souls. So, das heißt, so viel brauche ich gar nicht. Ich mache mir mal eine auf Vorrat. Dann habe ich nämlich gleich eine. So, und dann kann ich mich jetzt hierher gehen und kann nämlich meinen Triceratops nämlich mitnehmen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. So, okay. Ganz schnell holen wir den dicken Schinken. Da steht er immer noch. Ha, sehr schön. So, pass mal auf. Blub. Und blub. So, Leute, das erste Farmtier. Haha. Erfolg auf ganzer Linie. So, jetzt brauchen wir einen Sattel und dann holen wir uns unendlich viel Nakubeeren. Dann gehen wir nämlich jetzt erstmal Rasenmähen mit dem. Und tun den natürlich auch leveln. So, einmal hier hin. Dankeschön. Und dann holen wir dich gleich wieder raus. So, seht ihr? Das ist nämlich dann ganz einfacher Transport. Haha. So, Leute, jetzt machen wir uns erstmal den Triceratops-Sattel frei. Warte. Trike heißt er. Trike-Sattel, da ist er. So, okay. Ich glaube, der Trike-Sattel wird, glaube ich, im Inventar gemacht. Warte mal. Sattels. So, da ist der Trike-Sattel. Zack, zack. Ach, und übrigens, das Pullen funktioniert wieder. Der Modder hat das nämlich gefixt. Da war tatsächlich ein Fehler in der Mod drin gewesen. So, dann haben wir nämlich jetzt hier den Trike-Sattel. Das ist sehr gut. Und dann können wir nämlich jetzt hergehen. Und können ein bisschen farmen. La, 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 la. So. Ach, ich liebe es. Hier, guck mal, wie schnell der ist. Hier, holli. Das ist ja hier der helle Wahnsinn. So. Ach, herrlich. Ich liebe es so sehr. Das ist ja wunderschön. La, 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 la. So, als kleine Zugabe kann er auch ein bisschen Holz mitnehmen. Das ist richtig schön. So. Zack, hier wird alles umgenietet. Wir machen alles platt hier. Ja. Also, ich sag mal so, für Holz und so ist er nicht so geeignet, ja. Aber was zum Beispiel Bären angeht und Seeds, ist der super. Der ist spitzenmäßig. So, okay. Ich habe mir noch gar nicht die Werte angeguckt. Ich müsste mir mal die Werte angucken. So, Kollege, was hast denn du für Werte? Okay, du hast schon mal 5000, also 6000 Leben. Das ist schon mal sehr gut. Ausdauer ist auch schon sehr gut. Gewicht, naja, Gewicht kann mehr sein. Guck mal hier, kriegst mal ein bisschen was auf Gewicht. Damage macht das schon mal sehr gut. Und Movement Speed hat er 580. Ja, leck mich am Arsch, ey. Okay, also auf Speed braucht er schon mal gar nichts mehr, ja. So, jetzt mache ich hier noch die zwei, mache ich auf Schaden, ja. Aber was hast du bis jetzt im Inventar? Hier, guck mal, schon 531 Narkobären. Also Leute, ich kann dann die ganze Map betäuben, ja. Ich kann dann mit Narkosemittel um mich schmeißen, wie so ein Bekloppter. So, zack. Aber jetzt wird erstmal hier ordentlich Rasen gemäht. So, guck mal hier. Die ganze Seite entlang. Ach, ist das herrlich. Ach, ist das schön. Allerdings, das nimmt auch ordentlich Strom mit. Ja, aber wie gesagt, dafür gibt es bessere Farmtiere. Viel bessere Farmtiere. Aber wie gesagt, so schon mal im Allgemeinen ist der Triceratops ein sehr, sehr gutes Tier. Aber für mich halt in erster Linie halt für die Bären. So, ich tue halt unheimlich gerne mit dem Triceratops mir Bären holen. Später, wenn ich dann ein Gewächshaus habe, hat sich das dann zwar erledigt, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Trike noch einige Male zum Einsatz kommen wird. Südle. Ach, das ist doch ein Träumchen. So, gucken wir mal. Wie ist der Bestand? Zwei, schon über 2000 Narkobären. Leute, es läuft. So, wir holen aber noch ein kleines bisschen mehr. So, zack. Der ist halt übertrieben schnell, ey. Das ist ja nicht zu fassen. So, ach herrlich, ist das ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. So, okay. Alles klar, machen wir hier an der Seite auch noch entlang. Und das nehme ich natürlich auch noch mit. Ach hier, guck mal. Noch besser geht's gar nicht.
um so viele Sachen zu farmen, das mit bloßer Hand, da hätte ich Ewigkeiten gebraucht, Leute. Ewigkeiten. So. So, gerade mal hier unten. Guck mal, hier, gerade hier, wo die ganzen vielen Büsche stehen. Es ist der helle Wahnsinn, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. So, dann habe ich nämlich gleich schon mal einen sehr guten Bestand, Leute. Einen sehr, sehr guten Bestand. So. Okay, das hier nehmen wir auch noch mit. Das hier vorne nehmen wir auch noch mit. So, Leute, das sollte erstmal reichen. So für den Anfang natürlich. So, da habe ich Narkobären, da habe ich Narkobären, da habe ich Narkobären, 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 Narkobären. Leute, das hört gar nicht mehr auf. Guck mal, wie viele Narkobären ich jetzt habe. Echte helle Wahnsinn hier. So, okay. Das heißt, der Produktion von Narkosemittel steht nichts mehr im Wege. So, das hier, das hier, das hier. Dann kann das schon mal durchlaufen. Draußen im Futtertrog wird auch einiges sein. So, warte mal. Hier 40. Okay. Dann ist hier bestimmt auch noch was drin. Natürlich. Guck mal hier. So, wenn ich noch die Spoiled-Box mache und mir das produziere, das Gammelfleisch, ja. Leute, da geht's aber rund hier. Da geht's aber richtig rund hier. So, Narkomittel arbeitet. Triceratops, du bist eine Wucht. Du bist echt eine Wucht. So, jetzt machen wir mal ein bisschen was auf Leben drauf. Ja. So. Dann machen wir noch mal ein bisschen was auf Ausdauer. Das sollte reichen. So, dann kriegst du auf jeden Fall ordentlich auf Gewicht. Ja. Noch mal was auf Schaden. Also wie gesagt, Geschwindigkeit braucht der gar nicht mehr. So, dann nehme ich mal jetzt hier die Ressourcen mit, die er einstecken hat. Weil wie gesagt, das ist dann auf jeden Fall auch interessant. So, Stroh. Hier ist noch ein bisschen Holz. Hier ist noch ein bisschen Stroh. Sehr gut. So. Das kann nämlich gleich hier wieder rein. So. Obwohl das Holz, das kann ich ja dann gleich verwenden wieder für die Schmelze. Ich weiß nicht, ob noch was in der Schmelze drin war. Warte mal, ich guck mal. Wie sieht in den Schmelzen aus? Da ist auf jeden Fall noch Rohmetall drin. Das heißt, hier kann ich auf jeden Fall auch noch hergehen und kann auch noch ein bisschen was machen. So, das kommt jetzt erstmal da rein. Das kommt jetzt erstmal da rein. So, anschalten, anschalten. So, und dann läuft nämlich das Metall weiter. Sehr schön. Okay, habe ich irgendwas, was ich hier reinschmeißen kann? Natürlich. Warte mal, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Dann habe ich das nämlich schon mal raus. Das hier ist ein Blueprint. Der kann hier auch raus. Den brauche ich hier nicht. Hier, guck mal, ich habe ein schwaches Heilmittel. So, okay, dann habe ich das raus. Das hier kommt raus. Okidoki. Na bitte, das lübt jetzt. So, okay, das kommt hier rein. Oh, hier habe ich auch noch Narkosebären. Narkosebären, Narkosebären. So, okay, warte mal, die kommen jetzt auch noch hier rein. Blub, dann habe ich den nämlich auch raus. Und gerade, wie gesagt, was ich gesagt habe, das Thema Seeds ist der wunderbar. Der ist super. So, okay, jetzt hole ich mal hier die ganzen Beeren raus. Ich nehme aber jetzt erstmal nur die normalen Beeren. Ah, das hier brauche ich dann für meine Plattform. Weil, Leute, kleiner Teaser am Rande. Ich werde mit meiner Base dann wieder aufs Meer gehen, weil dann mache ich mir wieder die Plattformen. So, weil hier im Lokalspiel ist das nämlich kein Problem. Hier im Lokalspiel kann ich das machen. Der Server, ich hatte das auch schon auf Server gehabt, aber für Server ist die Mod mit den Plattformen gänzlich ungeeignet, weil die zu viel Leistung braucht. Aber lokal ist das kein Problem. Lokal hatte keine Schmerzen damit. So, okay. Dann habe ich nämlich schon mal einige Beeren. Die können mich jetzt hier rein. So. Blub. Sehr schön. Okay. Trike, du bleibst jetzt erstmal hier schön stehen. So, du kriegst jetzt hier erstmal deinen Parkplatz. Sehr schön. Okay, dann der Pteranodon. Den stellen wir wieder hier an die Seite. Weil jetzt müssen wir nämlich noch Vorbereitungen machen. Weil ich werde mich jetzt noch hergehen und werde nämlich mir Werkzeug vorbereiten für die nächsten Tames. Das heißt, wir werden mal gucken, ob wir dann noch Zeit haben, in dieser Folge was zu zähmen. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal Werkzeug machen. So, das bedeutet, hier läuft jetzt das hier. Jetzt müssen wir mal ganz schnell gucken. Ich glaube, ich hatte in der Mitte Zement gehabt, ganz genau. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt habe ich hier drinne nochmal Chitin. Ich hatte hier drinne noch Keratin. So, das bedeutet, ich gehe jetzt nochmal her. Mache jetzt hier das da rein. Das mache ich hier rein. So, mal gucken. Okay, da kriege ich noch ein bisschen was hin. Ein bisschen was. Okay, wenn ich jetzt mich an die Werkbank gehe. Warte mal, da ist die Werkbank. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Harp.
Harpunenschleuder. Die will ich nämlich jetzt machen. Da brauche ich 60 Zement. Ja, leck mich am Arsch, ey. Holy shit. Und natürlich auch noch Polymer. Polymer will er natürlich auch noch haben. Eieieiei. Okay, Crafting. Wenn ich jetzt hier auf Munition gehe. Warte mal. Weapons. Ammo. Was willst du dafür haben? Polymer will er da auch haben, aber Gott sei Dank kein Zement. Okay, das sieht schon mal gut aus. So, dann gehe ich jetzt mal her. Ich nehme jetzt mal hier das Zement raus, was ich habe. Schmeiß das schon mal hier rein. Ich nehme schon mal hier das Polymer, was ich hier schon habe. Da ist Polymer, da ist normales Polymer. Das tue ich jetzt auch hier mit rein. Tata, okay. Und dann gucken wir mal. Also, Weapons. Das war gewesen. Ranged war das gewesen. So, dann mache ich mir nämlich jetzt eine Harpunenschleuder fertig. Ein paar Netzgeschosse. Weil ich habe ja hier die Mod mit drauf. Net Pro. So, und da kann ich mir die Netzgeschosse machen. Südli, Südli, Dankeschön, Dankeschön. So, okay, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, was brauchen wir denn jetzt hier dafür? Also, wir brauchen Fasern habe ich, da werde ich mir aber noch schnell ein paar holen. Dann brauchen wir noch Metall und Polymer. Also Polymer ist auf jeden Fall kein Problem. So, nehme ich das Polymer schon mal hier an mich. Hier drinnen hatten wir auch schon, nee, nicht hier drinnen. Draußen, draußen, hier, da, Metall, da, guck hier. Ganz viel, ganz viel. So, okay, und dann brauchen wir noch Fasern. So, wie gut, dass ich meine Sichel habe. So, dann wollen wir nochmal gleich hier gucken, dass wir genügend Fasern haben. So. Jawohl. Ach Leute, ist doch herrlich. Das funktioniert ganz gut. La, 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 la. Das Gute ist, das wollte ich euch gerade eben noch erzählen. Das Gute ist, wenn ich meine Base auf dem Ozean habe, auf dieser Plattform, hast du nichts, aber auch gar nichts, was dir irgendwie die Base angreift, ja? Oder was sich dann irgendwie stört oder dir alles durcheinander bringt. Du hast da deine absolute Ruhe und kannst dort machen, was du willst. Und vor allem hast du eine schöne gerade Fläche, auf der du bauen kannst. Du kannst richtig geile Basen dann bauen. So, okay. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Okay, jetzt machen wir uns noch ein paar Netzgeschosse fertig. Warte. So, und zwar machen wir nämlich jetzt Folgendes. Ich gehe her, Crafting. So, wie viele könnte ich machen? 6 Stück könnte ich bis jetzt machen. Okay, ich mache schon mal diese 6 Stück. So, okay. Ah, das liegt an den Fasern. Okay, das heißt, ich bräuchte tatsächlich noch mehr Fasern. Okay, noch ein paar Fasern mehr ist kein Problem. Lalalala. So, was ich dann auch noch vorhatte, und zwar an der Upgrade Station, weil ich kann mir noch keine ordentliche Flinte machen. Dafür habe ich einfach noch nicht genügend Material. Aber ich habe mir gedacht, guck mal, das hängt in der Luft. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte ja hergehen und wenigstens meine Armbrust ein bisschen aufwerten, damit ich dann wenigstens mit meiner Armbrust einen besseren Zähmeffekt habe. So, das kann ich hier noch mitnehmen. Sehr schön. So, okay, dann gucken wir jetzt nochmal, wie viele kann ich jetzt noch machen. Crafting, das hier, noch 4 Stück. Ja, das reicht dann das erste Mal. Dann habe ich 10 Stück, ja. So, guck da, sehr gut, sehr gut. Das reicht jetzt auf jeden Fall das erste Mal. So, dann gehe ich mich jetzt her, versuche jetzt nochmal gerade meine Armbrust ein bisschen aufzuwerten. Wo habe ich schon die Upgrade Station? Crafting Bench, das hier. Upgrade Station habe ich noch gar nicht gemacht. Warte mal, hier, craften. Einmal hier zurück, einmal zurück. Wo ist die Upgrade Station? Da ist die Upgrade Station. So, zack, die machen wir jetzt. Wie gesagt, damit kann ich meine Armbrust etwas verbessern. Sie muss jetzt auch nicht perfekt sein. Einfach nur so, dass er einen höheren Zähmeffekt, also nicht Zähmeffekt, sondern Betäubungseffekt hat. So, das heißt, die schmeiße ich mal ganz kurz hier rein. Was würdest du denn jetzt gerne haben wollen? Fasern und Metall und Holz. Fasern, Metall und Holz. Hier hast du schon mal Fasern, hier hast du Metall und hier ist Holz. So, zack, Attempt Upgrade. Okay, so, schauen wir mal, wie weit wir jetzt damit kommen. Natürlich nicht weit, weil er will noch Fasern haben. Okay, kein Problem, holen wir. Alles kein Thema. So, da sind noch ein paar Fasern, die nehme ich mit. Das wäre jetzt zum Beispiel das Praktische, wenn ich jetzt einen Moschops hätte oder schon einen Terizinosaurus, ja? Weil dann habe ich natürlich auch Fasern ohne Ende. Damit kannst du dann Fasern holen bis zum geht nicht mehr. So, okay, jetzt gehen wir noch hierher. So. Ach, herrlich, Leute. Einfach nur herrlich. So.
Okay, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Wie gesagt, es muss jetzt nicht bis ins Unendliche aufgewertet sein. Ja, darum geht es mir nicht. Es geht mir einfach nur im Endeffekt darum, dass ich einen besseren Zähmeffekt habe. Also einen Betäubungseffekt in der Hinsicht. So, okay. Habe ich da gerade auch noch Fasern drin gesehen? Waren da auch noch Fasern? Tatsache, da waren auch noch ein paar Fasern drin. Okay, alles klärchen. So, schauen wir mal. Okay, 193, 219, 254. Das sollte erstmal ausreichen. Ich meine, wir müssen es nicht gleich übertreiben. So, okay, dann gucke ich mal, was war an Narkomittel fertig? Da, okay. Crafting, Weapons. Ammo und dann dieser hier. So, dann habe ich nämlich nochmal ein paar Betäubungspfeile, dann ist die Welt auch schick. Ja, dann können wir nämlich jetzt hergehen und können Tiere zähmen. Das ist nämlich sehr schön, freue ich mich drauf. Aber Leute, ich glaube nicht, dass das heute noch was wird mit Tiere zähmen. Ja, weil wie gesagt, für Ankylo und Dödi würde ich tatsächlich ein ganz eigenes Video machen wollen. Machen wir es doch ganz einfach so, Leute. Machen wir hier heute an der Stelle Feierabend. Ja, wie gesagt, dann tun wir in der nächsten Folge, nämlich uns dann vielleicht ein Dödi holen und ein Ankylo. Vielleicht, wenn wir es auch finden, ein Terrizino. Das wäre nämlich dann auch schön. Und Leute, dann guckt mal jetzt hier an der Seite. Da seht ihr noch ein weiteres Video plus die Playlist und die Verlinkung zu meinem Hauptchannel. Da tue ich auch regelmäßig Stream. Und Leute, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Bleibt mir gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao, tschüss.